Hallo und herzlich willkommen zu einem KI-TV aktuell Spezial zur gemeldeten Entführung des Anführers des libyschen Widerstandes Saif al-Islam Gaddafi. Die Berichte über Ort und Ablauf der Festnahme unterscheiden sich von Journalist zu Journalist, von Rattenkommandeur zu Rattenkommandeur. Die Regimemedien konnten sich noch nicht auf eine gemeinsame Lüge einigen, die der Öffentlichkeit als Nachricht verkauft werden soll. Meldungen aus Libyen über andauernde Kämpfe erreichen uns auch lange nach der Meldung über Saifs Kidnapping. Die Rattenpropaganda spinnt schon eifrig ein Märchen nach dem anderen. Grüne Twitter-Quellen und die algerische Nachrichtenagentur Algier ISP melden, dass der Führer des libyschen Widerstandes von britischen Truppen und nicht von NCC-Söldnern überfallen und entführt wurde. Westliche Medien berichten davon, dass Saif al-Islam Gaddafi dem Internationalen Strafgerichtshof überstellt werden soll. Die NCC-Ratten wollen lieber in Libyen lynchen, wie schon zuvor sein Vater und sein Bruder Mutasim. Die USA könnten sich unter Umständen und unter Bedingungen eines öffentlichen Schauprozesses über den ermordeten irakischen Präsidenten Saddam Hussein mit der Idee anfreunden. Die Europäer vermutlich jedoch sind es gewohnt, widerspenstige Präsidenten vor einem ordentlichen Gerichtshof in Haft und kontrolliert und ohne Spuren zu beseitigen, wie im Fall Milosevic. Wie schon Hugo Chavez darauf hinwies, ist dies der dritte legitime Staatschef der UN, der vom Massenmörderkartell NATO oder seinen Mitgliedstaaten während seiner Präsidentschaft beseitigt wurde. Unter Duldung oder Mithilfe vieler anderer UN-Mitglieder. Der libysche Widerstand wird weitergehen, denn die Gründe für seine Existenz sind nicht verschwunden. Besatzung, Zerstörung, Öldiebstahl und rassistisches Terrorregime. All das macht den Widerstand weiter nötig. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.